mehr. La 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 la. Hallo, wie geht's denn euch da draußen? Na 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 na. Ah! Ruhig, Süßer. Keine Ahnung. Ich wollte euch erstmal vorstellen. Das hier ist die Puppenschau. Ah! Ah! Ein Mensch! Ah! Das hier ist die Puppenschau. Und wir wollten heute euch was richtig Schönes vorspielen. Hört's euch einmal an. Und Action! Ist er weg? Ist er weg? Hallo. Wow. Lisa, komm jetzt mit. Ich gehe Komm her. Ich bin ein Junge. Das weiß ich. Ich stehe doch auf dich. Das hat noch niemand so offen zu mir gesagt. Und, weißt du was? Was? Und du bist total hässlich. Wenn du dich vielleicht mal ein bisschen schicker machst für mich, dann vielleicht, aber vielleicht werde ich mit dir gehen. Wow! Könnt ihr mir dabei helfen? Ich möchte, dass ihr mir mal hilft, wie man sich schick anzieht. Ich glaube, ich gehe mal zu meinem Herrchen. Bis dann. Tschüss. Kommst du jetzt, Lisa? Und ich bin der Mond. Der Süßen. Schlaf ein. Seid ruhig. Und lasst euch freilaufen. Die Musik wird euch helfen, einzuschlafen. Hört auf euer Herz direkt. Denn hört auf euer Herz und kommt ganz leise bei. Und diese Schnur ist weit und wir helfen euch nicht weit. Und ich liebe diese Show, denn bei dir und mir.
hast du dich nun endlich schick angezogen? Na klar, sieht man das nicht? Ha, geh nicht zu weit, oder ich mache sofort Schluss. Na gut, wollen wir ein Eis essen gehen? Klar, hol mir ein Eis. Okay, bis gleich. Er ist total der Loser, aber ich brauche Geld, deswegen mache ich das. Ah, du bist mit dem Eis zurück. Bitteschön. Dankeschön. Das komm, Lisa. Lisa, wir wollten nur spazieren gehen. Ich glaube, wir sehen uns dann wieder morgen. Tschüss. Tschüss. Willst du mal mit meinem Herrchen mitkommen? Nein, ich muss jetzt auch gehen. Na gut, bis dann. Tschüss. La la la. Er mag mich nicht. Er mag mich nicht. Naja. Er mag mich nicht. Hört mal her. Er mag mich nicht. Wenn ich ihn sehe, verliebe ich mich. Sag mal, Leute, wisst ihr, wo die Lisa ist? Die finde ich gar nicht. Nein? Naja, ich such nochmal, ja? Lisa! 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 Ja? Der Hund, der fragt ganze Zeit nach dich. Aber ich bin so hübsch und pink und ballerinamäßig und er nicht. Aber magst du ihn nicht? Guck mal, er ist richtig reich. Weißt du, wie viel Kohle der mir nach Hause bringt? Kann ja sein, aber er soll sich erstmal ein bisschen aufbrezeln. Na wie denn? Dann brezel dich mal auf. Wir sehen uns denn nachher. Ich bin doch total aufgebrezelt. Also dieser Mann, den werde ich noch umbringen. Der hat mir gar nichts zu sagen. Ich bin hübsch genug. Lalalalala. Hallo, wer seid ihr denn? Ich bin der Wal, der euch nicht kennt. Hallo. Hallo. Ich heiße Lisa und wissen Sie zum Beispiel, wo der Max wohnt? Ja, das ist mein Kumpel. Oh, danke schön. Dafür kriegen Sie einen dicken Schmatzer. Naja, das war ja nicht nötig zu sehen. Soll ich Ihnen das sagen? Ach, das ist schon in Ordnung. Ich lade Sie mal zum Tee ein. Nein, brauchen Sie nicht. Ich trinke keinen Tee. Ich lebe in Wasser. Bis dann. Tschüss. Dann gebe ich Ihnen ein Wasser. Hier, kommen Sie hinter die Adresse. Ich schmeiß Sie hinterher. Wuhu! Na gut, dann werde ich mal dahin gehen. Ich bereite dann mal den Tee vor. Naja, und auf jeden Fall werden wir ja alle schön glücklich sein. La, 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 la. Hi! Naja, wo ist mein Tee? Danke. Das ist lecker. Willst du meinen Freund Max mal sehen? Den habe ich mitgebracht. Willst du ihn mal sehen? Ja. Max, mein Schatzi-Busi. Ich komme. Ich komme. Hallo, Max. Na, wie geht's dir denn heute? Gut. Hast du schon mit meinem Kumpel geredet? Ja. Und wie findest du ihn? Okay. Ich glaube, wir können mal irgendwo essen gehen. Ja.
Na gut, wo wollen wir denn essen gehen? Vielleicht könnten wir ja auch im Restaurant Mole Liu, aber nur wenn du es natürlich leisten kannst. Na klar, ich habe über 1 Million Dollar. Wollen wir mit dir shoppen gehen? Du siehst nämlich heute nicht so schick aus. Was? Ich mach Schluss. Ey, das war doch nicht so gemeint. Da kriegst du eben keine Designersachen. Tschüss. Warte. Warte, Max. Was? Vielleicht ich hast mir ein bisschen anders in Erleben. Na toll. Nutzt du mich hier nur so aus? Oder was willst du von mir? Willst du nur die Cola? Nein, ich liebe dich. Na gut, dann erzeug mit mir ein Kind. Okay. Und los. So, oh mein Gott, ich bin schwanger. Gut, dann können wir ja shoppen gehen. Ich gebe dir 3 Millionen Dollar. Hier. Danke. Kauf dir damit was, ja? Und kauf auch was für die Kinder, ja? Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. Ich kauf schnell Essen. Naja. Das hier war es ja wert. Max! Max! Max, wo bist du? Ich bin hier. Na, sag mal, ich warte auf dich ganze Zeit zu Hause. Wo bleibst du denn nur? Komm jetzt mit. Nein. Na gut, ich komm schnell mit. Aber ich muss dann auch wieder los. Na gut, lass uns kurz spazieren gehen. Ich muss eh auf Toilette. Bis dann. Max! Max, mein Süßer! Er mag mich nicht. Ich hasse ihn dafür. Aber na, hast du dir was Schickes gekauft? Ja, guck dir das doch mal an. Wow, du siehst ja sexy aus. Na ja, ich muss schnell noch ein paar Kinder erzeugen. Nein, aber ich muss schnell auf Toilette. Ich gebe dir noch 1000 Euro, ja? Dankeschön. Siehst du, so schnell geht das. Und jetzt singe ich ein kleines Lied für euch. Ich stehe da, wo überhaupt nicht ist. Denn ich lieb dich, doch das zeig ich nicht. Wir haben Kinder, und du hörst mir nicht zu. Du bist ständig weg, gehst nicht mit mir shoppen. Ich muss ganz alleine shoppen gehen. Das nützt nichts, das nützt nichts. Es ist voll traurig, denn ich lieb dich. Denn ich lieb sie. Na ja. Liebes Leben. Liebe hilft nun Schmerz, niemand kann sie retten. Also hört mal ganz genau zu. Denn Mord ist ein sehr charmanter Mann und jeder will ihn haben. Max! Max! Hallo, Herr Mond. Ich bin voll müde. Kannst du mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Natürlich. Es war einmal zwei kleine Pärchen. Sie waren süß und niedlich, ein sehr schönes Paar.